Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dawn of War 2 mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo. Und ich glaube, jeder Anfang ist 1 zu 1. Ich fange jedes Mal genau gleich an. Man könnte es übereinander legen wie eine Silhouette. Du kannst die Tonspur ja immer gleich verwenden. Genau, es ist einfach nur ein Clip, den ich jedes Mal einspiele. So, und wir hatten hier letztens noch vergessen oder übersehen, dass der Avitus jetzt nochmal einen Stufenaufstieg bekommen hatte durch die Items, die verkauften. Und da schauen wir nochmal, was der Chris jetzt hier so tut. Ja, er hat Level abbekommen und ich werde jetzt den neuen schweren Bolter nutzen. Wodurch er nämlich einen Willenspunkt bekommt. Das ist ein Zusatzeffekt von dieser Waffe. Und außerdem hat er dadurch 8% mehr Schadenswiderstand. Dann kann ich den schweren Bolter nämlich auch wieder wegwerfen. Und habe zwei Punkte, die ich ja trotzdem noch einmal auf Wille gehen. Damit, falls ich den dann mal wegmache, dass der Effekt bleibt, dieser Zubehörplatz. Und einmal auf Gesundheit. Okay. Jetzt fehlen uns 14 EP für ein Cyrus Upgrade. Ach, also das bekommen dann auch alle Einheiten was von ja, der XP ab, okay. Genau so ist es. Die gnadenlose Wahrheit, kann die weg? Die gnadenlose Wahrheit, kurz dann gucken. Naja, wäre was später für Thaddeus. Der hat momentan eine Stufe, der ist Stufe 3 und das ist eine Stufe 5 Rüstung. Okay, ja, stimmt, weil mit Fernkampfschaden lohnt sich eigentlich ja nicht so richtig für ihn. Gut, dann lassen wir es erstmal und reisen etwas rum. Hier ist übrigens jetzt der Bildschirm, wo wir unsere Einheiten durchtauschen könnten. Aber das bleibt erstmal so. Genau, ich behalte den Thaddeus. Alles richtig. Schau mal so frei. Genau. Gut, dann reisen wir nach Typhon Primaris. Reisen Sie zum Planeten Typhon Primaris. Ja, sag ich doch. Mobsgeschwindigkeit. Hi, hi, hi to die. Eine Spinne unterfliegen. Oh, was war das? Ja. Wollen wir es einfach machen? Oder was ist das andere gegen Orks? Ach, machen wir erstmal das mit den Orks. So. Verteidigen Sie das Feld in Sicaris. Kommandant, die Grünhäute greifen weiterhin verwundbare Ziele an. Ein Kommunikationsfeld wird von einem Ork-Mob angegriffen. Sie wollen dieses wichtige Gebäude plündern und zerstören. Diese Felder verbessern unsere Kommunikation im Subsektor und ermöglichen es uns, Feindbewegungen zu beobachten. Wir können es uns nicht leisten, diesen Vorteil zu verlieren. Na dann entsenden wir mal unsere Truppen. Ich finde diese Countdowns immer so unnötig. Der Angriff der Orks wird gleich beginnen, Kommandant. Die Grünhäute werden auf die Antriebsgeneratoren des Feldes zielen. Wenn diese zerstört sind, gehört das Feld ihnen. Ach, einfach nur eine so eine Horde-Mission sozusagen. Angriff ja, genau. Abwehren. Okay. Sollten wir hinkriegen, oder? Naja, von Anfang finde ich diese Mission eigentlich vergleichsweise schwer. Weil da doch ziemlich viele Gegner dann kommen. Ich gehe einfach mal hier, Angriff ist die beste Verteidigung. Zack. Aber wir können ja Tarantelgeschütze anfordern. Das ist doch ganz praktisch. Das habe ich getan. Achso, verschwindet jetzt die alte, wenn ich jetzt eine neue platziere, oder? Wieso hast du? No, ich kann das auch machen. Dann hau rein. Okay, warte. Ich probier's mal. Ich setze mal daneben. Nee, die alte scheint zu bleiben. Cool. Jetzt haben wir keine mehr. Ich denke mal, um den Eingang brauchen wir uns erstmal nicht so.
auf in den Kampf. Wäre mal schön, wenn du ein Medikit benutzen würdest. Ja, sag einfach Bescheid, was du brauchst. Oh, warte, jetzt. Ja. Das Problem ist die Energie. Sollte ich vielleicht doch noch mal ein bisschen Energie ausbauen. Ich gehe mal auf den linken Weg etwas weiter vorne. Ich denke mal, hier auf der rechten Seite sind wir mit den beiden Geschützen ganz gut beraten erstmal. Und Avitus ist ja auch noch da. Und ich werde mal Annäherungsminen platzieren. Oh nee. Minen. Thaddeus, Sturmtrupp nimmt neue Positionen ein. Die lassen ihn aber schön lange Zeit. Ja, damit man wieder schön Truppen aufstocken kann. In der Mission werde ich jetzt mit meinen Truppen nicht allzu viel Erfahrung sammeln. Das könnte passieren. Oh, Thaddeus geht fast drauf. Ich würde sagen, du ziehst dich zurück. Weil ich kann nach vorne keinen heilen. X. Nämlich in der Nähe von diesen Verstärkungssignalen werden die auch geheilt. Na dann, war irgendwie cool, dass man wieder losrennen kann. Da, da, da. Ach, Unterdrückung nie gehört. Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Ich hab eine Errungenschaft. Oh, was ist da? Es gibt nur Krieg. Terminieren Sie in Dawn of War 2 500 feindliche Ziele. Die habe ich, glaube ich, noch nicht, weil ich ja hier auch noch gar keine Errungenschaften hatte. Werde ich die jetzt nach und nach auch bekommen. Deshalb muss ich auch nochmal einen fliehenden Feind töten, wie du es auch mal in einer der ersten Missionen hattest. Ich habe hier halt wirklich noch gar keine gehabt. Das nächste Mal, wenn eine etwas größere Gruppe kommt, werde ich nochmal den Artillerieschlag zeigen. Ich habe gleich am Anfang einen verwendet und zwei Stück habe ich dabei. Okay. Stockt der sich wieder auf? Nee, ne? Also durch nee. Verbesserungskisten und so, ja. Nee. Also ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, ne? Macht das eigentlich Sinn für uns, die anderen Punkte zu erobern? Nee. Das Bonusziel, die Angreifer eliminieren, also restlos alle Feinde vernichten, denn am Ende ziehen die sich ja dann zurück. Und da wir unser Missionsziel, die noch alle zu töten, restlos, würden wir halt Bonuserfahrung bekommen. Okay. Boah, krass. Aber die Bonuserfahrung macht's nicht. Das Interessante wäre halt die Ausrüstung, die man da bekommen könnte. Kann ich mal einen Artillerieschlag zeigen? Direkt über der Brücke. Da. Sehr schön. Der hat gesessen. Ah, ich werde mir mal ein Versorgungspäckchen holen. Ja, dann kannst du ein bisschen wieder aufstocken. Ich schmeiße nämlich ständig Granaten aus dem Haus raus. So, zwei erreichen erstmal. Obwohl, was soll der Geiz? Los. Nee, du, das deckt sich nicht. Wenn du maximal Ausrüstung erreicht hast, kriegst du nicht mehr dazu. Ja, also ich habe ja keine maximale. Achso. Deshalb, jo. Bei dem Medipack sah es etwas dünn aus. Da dachte ich mir, kann man das ruhig mal machen. Warte einfach auf der Brücke, bis die ins Feuer reinrennen, ich meine. Dazu haben wir den ganzen Spaß. Ah, das macht ja so einen Spaß. Verbündete Streitkräfte werden angegriffen. Komm nicht nah genug ran. Jetzt hier einmal ein und. Pst. Der Orkboss ist übrigens ein schönes Ziel. Weil den krieg ich nämlich nicht so kaputt. So. Jetzt packe ich meine Moves aus. Plünderers.
Oh, ich muss mich verstärken. Ach komm, lauft schneller. Genau, Arvitus schießt einmal quer übers Feld. Oh, dein Haus sieht gar nicht mehr so gut aus. Klar, das hält was aus. Zack. Mal durch hier. Sturm, wir haben unsere Befehle. Kommunikationsfeld gesichert. Gut. Niemand kann den Kreuzzug der Rechtschaffenden aufhalten. Ging mal wieder flott. Wir brauchen, glaube ich, meistens mehr zum Ausrüsten der Einheiten als für die Mission an sich. Das ist sehr traurig. Oh. Fertig in 7 Minuten? Ja, schneller geht's ja nicht. Achso, doch. Hätten wir sie vernichtet, wäre es schneller gegangen. Aha. Na egal. Da kriegen wir 71 EP immerhin. Ein Level-Up für Thaddeus und für Cyrus. Auch wenn der gar nicht dabei war. Ausgezeichnete Arbeit, Kommandant. Der Verlust dieses Feldes wäre ein vernichtender Schlag im Kampf um die Rettung des Sektors. Es an die User disconnected from your channel. Wäre besonders schmerzhaft gewesen, da sie es nur ausschlachten wollten. Das wäre in der Tat ein Schlag gewesen. Seit 2 Jahrtausenden sind keine neuen Felder dieses Typs mehr gebaut worden. Das ist richtig, Sergeant. Wir haben nicht mehr die Technologie, diese Felder zu bauen. Der Verlust eines Feldes ist ein Schlag, von dem sich das Imperium nie erholen würde. Es ist noch immer unklar, was die Eldar sich durch das Provozieren der Orks erhoffen. Was sie auch immer bezwecken, die Eldar tun alles, um die Kommunikation des Sektors nach außen zu stören. Wir sind nicht sicher, wie sie das machen, aber unsere Astropathen beschreiben ihre Störung als Schatten im Warp. Ein Schatten im Warp? Das waren ihre exakten Worte? Ja, das waren genau ihre Worte, Cyrus. Wir haben jetzt allerdings dringendere Probleme. Der Mac-Böszapper startet eine neue Offensive auf die Hauptstadt und ich muss mich um unsere Verteidigung kümmern. Sichern Sie Typhon schnell. Ich könnte sie hier bald gebrauchen. Thule Ende. Warum so besorgt wegen der Aussagen der Astropathen, Cyrus? Kein Grund. Ich hoffe nur, dass es wirklich eine Fähigkeit der Eldar ist, einen Schatten im Warp zu werfen. Zu unser allerbestem. So, da der Chris anscheinend irgendwie seine Internetverbindung verloren hat, würde ich sagen, wir schauen uns die Level-Ups dann bei Cyrus und Thaddeus in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss!